Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mit den amerikanischen Zerstörer auf Stufe 7 der Fletcher unterwegs. Dort schauen wir uns natürlich kurz an, welche Verbesserungen, Module und Kapitänsskillung ich dort verwende. Ich nutze einmal im ersten Slot Zielsystem Mod 1, im zweiten Slot Steuergetriebe Mod 2, im dritten Slot Tarnsystem Mod 1 und im letzten Slot Hauptbatterie Mod 3 und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Und als Kapitän nutze ich den William Halsey mit der Basisfähigkeit Ich meine es böse. Und geskillt haben wir einmal Kontakt steht unmittelbar bevor, prüfender Blick, drehen und anvisieren, Nebel über den Wasser und als legendären Skill unaufhaltsam. Und dort haben wir als Inspiration einmal den Erich Bay und den Jerzy Swirsky. Außerdem nutzen wir die neue permanente Transformers-Tarnung. Bumblebee hier mit an Bord. Ist auf jeden Fall ganz cool. Im Hafen animiert. Da winkt er uns hier so ein bisschen zu. Dance auch ein bisschen rum. Und auch hier die Türme und so. Ein bisschen durchsichtig kann man reinschauen, was ziemlich geil ist. Und im Gefecht sitzt er auch hier hinterm zweiten Turm und steuert das Ganze. Da danst er auch gerade rum. Hat er gerade ein Salto gemacht. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, die Tarnung, schön animiert. Wen das Ganze natürlich nicht gefällt, sowohl wenn man die selber hat oder auch einfach nicht sehen möchte in den Gefechten, kann natürlich die ganzen Transformers-Tarnungen ausschalten und braucht diese nicht sehen. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht hier mit der Tarnung mit dabei, der Tactic Angel in der Prinz Eugen und der JC Gameplay mit der Jamba. Schauen wir mal, was geht hier. Zwei Münzgen im Gefecht, sowohl eine im Gegnerteam, auch eine in unserem Team. Das ist auf jeden Fall interessant. Sieht so aus, als wenn vielleicht der eine oder andere sich die Tashkent-Transformers-Tarnung zugelegt hat und jetzt noch die Tashkent grinden muss. Wer weiß. Wir fahren auf jeden Fall hier Richtung C. Drei Zerstörer, ein Kreuzer, fünf Schlachtschiffe hier in der Runde. Schauen wir doch mal, was so Schönes geht. Yudachi, Mars, Minsk sind die gegnerischen Zerstörer. Eigentlich ein ganz gutes Matchup für uns. So, ich hoffe, dass sich die Zerstörer hier aufteilen. Einer pro Cap. Wobei die Minsk natürlich nicht das beste Schiff ist zum Cappen. So, dort haben wir schon mal die Scharnhorst entdeckt. Der Mitte. Minsk gegen Minsk im Mittelcap, das ist auf jeden Fall ein interessanter Kampf. So, hier wird sehr wahrscheinlich auch ein Zerstörer sein. Beide noch Full Life. So, wir sind jetzt hier gespottet. Es muss wahrscheinlich die Yudachi sein. Ne, die Mars sogar. Wobei, es muss vielleicht. Es ist ein zweiter Zerstörer hier. Die Mars konnte uns dort nicht aufklären. Wir haben die Mars und die Yudachi hier. Weil unser Tarnwert ist besser, wie die Entfernung, die die Mars zu uns hatte. Müssen natürlich vorsichtig sein. Weichen jetzt hier erstmal aus. Da rechts kommen noch mehr Torpedos. So, Scharnhorst pusht dort vielleicht. Versuchen jetzt hier mal den Tactic und den JC dort zu schützen, einfach mit den Torpedos. Nebenbei schießen wir hier auf die Mars, die aufgeklärt ist durch das Sonar vom Tactic. Können wir da nochmal ein paar Treffer machen? Torpedos sehen böse aus. Ich glaube, mit den Torpedos hat er jetzt hier auch nicht gerechnet. Und? Da ist der vernichtende Schlag, sehr geil. Mars jetzt hier auch fast tot.
Leider kommen wir da nicht mehr ganz über die Insel rüber. Aber die Scharnhorst dort schon mal draußen ist natürlich mega. Auf der anderen Seite haben wir ein Schiff verloren, einen Gegner rausgenommen, das ist okay. So. Wenn die Mars natürlich jetzt hier um die Ecke kommt, eine Salve und wir holen uns hier den zweiten Kill. Und raus ist er, sehr schön. Und wir sind immer noch aufgeklärt beim Schießen. Also rechts von uns ist auf jeden Fall die Yudachi. Sobald wir zugehen, werden wir einlenken. Vorher wollen wir nicht zeigen, dass wir wissen, dass die Yudachi dort ist. Auch wenn er natürlich sieht, dass er durch Funkortung aufgeklärt ist. Aber jetzt drehen wir ein. Und fahren einfach unserer Funkortung hinterher. Und versuchen einfach die Yudachi zu finden. Da kommt Torpedos. Oh, der Torpedo ist böse. Kann ich da ausweichen? Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Bisschen unnötig hier, der Torpedotreffer. Haben wir ein bisschen Pech gehabt, da genau der Torpedo auf uns zugekommen ist. Ich habe noch versucht, nach rechts auszuweichen und dann nach links gegenzulenken. Aber nach links wäre wahrscheinlich das Ausweichen die Option besser gewesen. Okay, wir sind aufgeklärt. Und dort haben wir die Yudachi gefunden. Zur Not müssen wir unsere Smoke einsetzen, wenn er dort hier den Gunfight machen möchte. Nutzt aber jetzt hier selber seine Smoke. Hauen jetzt hier mal unsere Torpedos raus. Dort, okay, jetzt fährt er nach links irgendwo. Gucken wir mal, vielleicht treffen wir unsere Torpedos, aber ich glaube, er ist aus dem Nebel rausgefahren. Dort haben wir noch eine Iowa. Okay, ja, er fährt nach links weg. Das ist in Ordnung. So, sobald wir hier durch die Smoke durchgefahren sind, müssten wir ihn auch aufgeklärt haben. Weil keine Chance, dass er so schnell so weit weggekommen ist. Unsere Minsk ist leider rausgegangen von der gegnerischen Minsk. Gleich haben wir das Smoke-Ende erreicht. Dort, da haben wir ihn auch schon. Geht sogar in uns rein. Hat auch gerade seinen Torpedos rausgehauen. Dementsprechend kann er die auf jeden Fall nicht auf uns feuern. Und der Kill ist damit kein Problem. Holen wir uns hier den dritten Kill. Die C-Seite haben wir komplett hier aufgeräumt. Und jetzt versuchen wir natürlich Richtung Mitte zu kommen. Gegnerteam hier auch schon viele Schiffe verloren. 3 Stück natürlich auf dieser Seite. Auf der anderen Seite hat unser Team mehr oder weniger 2-2 getradet. 2 Schiffe verloren, 2 Schiffe rausgenommen. Wobei die Iowa rechts hier eigentlich eher in der Mitte gestorben ist. Ne? Eigentlich hat sogar unser Team auf der anderen Seite verloren. Okay, B-Cap konnte sogar unser Schlachtschiff einnehmen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir da auch noch das Cap hier uns hätten holen können. Aber man kann natürlich nicht alles haben. Sind aber immer noch 4 Gegner über. Vielleicht passiert hier nochmal ein bisschen was in der Runde. Die Minsk lebt auch noch. Schönes Gefecht auf jeden Fall. Eine feindliche Minsk. Macht dort auch einen guten Job. Wenn wir dort auf eine Minimap gucken, nutzt halt die Hauptbatterie, versucht einfach unser Schlachtschiff dort einfach zu nerven. Und scheint natürlich zu funktionieren. Ramagi wartet dort auf die Gegner. Allerdings voll Breitseite. Dorado wird da wahrscheinlich von der Minsk abgefackelt. Iowa Amagi, Schlachtschiff noch.
Die Yudachi hat uns natürlich sehr weit rausgezogen, deswegen dauert das natürlich jetzt ein bisschen wieder, um zurück ins Gefecht zu kommen. Um dort ein bisschen wieder was zu reißen. Dadurch, dass die Yudachi so weit am Kartenrand war. Aber es war ganz wichtig, hätten wir die Yudachi dort machen lassen, dann hätte die Yudachi jetzt das C-Cap schon eingenommen, hätte jetzt wahrscheinlich schon unsere Schlachtschiffe ein paar Mal getorbt. Also als Priorität natürlich, weil man selber Zerstörer spielt und gerade halt jetzt hier so ein Schiff wie die Fletcher spielt, was ein purer, ja, Zerstörer-Killer ist, kann man schon fast so sagen. Dort hat es natürlich Priorität, die feindlichen Zerstörer aufzuspüren, rauszunehmen. Und das Ganze haben wir dort auf jeden Fall auch gemacht. Mars haben wir rausgenommen. Yudachi. Minsk lebt noch, aber um die Minsk würde ich mich wahrscheinlich am Ende kümmern, weil wir haben nur noch 4000 Leben durch den ungünstigen Torpedotreffer. Und da möchte ich natürlich nicht viel riskieren, weil die Minsk ist auf jeden Fall ein Schiff, was natürlich nicht den besten Tarnwert hat, aber gerade im 1 gegen 1 nicht zu unterschätzen ist. Wenn man beschossen werden kann. Von daher wollen wir jetzt mal gucken, dass wir das Ganze hier so sicher wie möglich runterspielen. Vielleicht ein paar Torpedos noch Richtung Schlachtschiffe rauswerfen und danach nochmal das A-Cap einnehmen. Und danach können wir uns immer noch um den Zerstörer kümmern. Weil die Minz ist jetzt nicht unbedingt eine sehr große Gefahr für unsere Schlachtschiffe, da wir bei Minz ja nur 4 Kilometer Torpedoreichweite haben. Das heißt, wenn die Minz dort wirklich was versucht gegen unsere Schlachtschiffe, ist sie gezwungen sowieso aufgeklärt zu sein. Gacy Gameplay bekommt jetzt hier auch das Großkaliber. Schöne Runde von ihm. Da sind jetzt hier auch mal kurz aufgeklärt. Aber nicht so tragisch. Die Lyon, die ist hier nicht beschäftigt mit uns. Die ist jetzt auch schon draußen. Gefecht ist natürlich bereits geworden. Deswegen gehen wir jetzt hier auch ein bisschen Risiko ein. Eröffnen das offene Feuer gegen die Iowa, versuchen einfach noch mal ein bisschen unseren Schaden zu maximieren. Schießt sogar auf uns, bremsen ab, lenken ein. Einmal hat er uns getroffen, anderen Granaten sind aber über uns gegangen, dadurch, dass wir eingelenkt haben. So, jetzt können wir uns auch smoken, da wir jetzt das Cap erreicht haben. Wollte halt ungerne vorher smoken, weil wir einfach, ja, denn im Smoke gewesen wären. Und so können wir jetzt ballern, im Smoke sein und das Cap einnehmen. So zwei Fliegen mit einer Klappe. War natürlich schon ein bisschen riskant, aber wie gesagt, das Gefecht an sich ist auf jeden Fall schon gewonnen. Da kann man was riskieren. Schießt wieder hier auf uns, ja. Bisschen zu hoch geaimt. Also die Iowa sogar extra aufs HE gewechselt. Möchte hier uns sogar haben noch. Aber das Cap haben wir gleich. Immer noch mal ein Feuer. So, jetzt guckt er auch nicht mehr auf uns, so wie es aussieht. Ah, doch. Versucht es nochmal. Ich habe es eingenommen, aber wieder zu hoch geschossen. Vielleicht hat er auch hinter uns auf Taktik gezielt. Könnte natürlich auch sein, weil der ja direkt hinter uns steht. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken. Sehr schön. 100.000 Schaden jetzt auch mittlerweile erreicht. Und uns den vierten Kill hier gesichert. Also wir haben sogar jetzt hier vielleicht sogar minimale Chancen noch auf eine Krake. Iowa hier übrigens auch mit der Transformers-Tarnung. Sieht man natürlich jetzt schwierig auf der Distanz. So, Funkortung, Zeichtrichtung. Ah, da ist die Minz sogar. So, Torpedos sind vielleicht gar nicht so schlecht. Gucken wir mal. Bremsen mal hier kurz. 3 Kills hat die Minz gemacht. Schöne Runde. Sieht man selten eine Minz, die wirklich eine gute Leistung zeigt. Ah, schade. Ist jetzt hier eingedreht, aber gegen die Insel gefahren. Fahren wir jetzt ein bisschen rückwärts. Und können wir uns hin. Sehr schön.
gegnerischen Zerstörer versenkt. Nice, das Ganze noch mit einer Krake abgerundet. Das nehmen wir natürlich hier gerne mit. 103.000 Schaden wurden es am Ende. 191 Zieltreffer, 4 Torpedotreffer, 5 Ausfälle, 5 Schiffe zerstört, 3 Brände, 3 Wassereinbrüche, 2 Eroberungen unterstützt. Dann gab es den vernichtenden Schlag gegen die Scharnhorst und die Krake haben wir freigelassen. Und hier auch das Teamergebnis, starke Divisionsleistung hier auf den, ja, mit 3 Schiffen in den ersten 4 Plätzen. Am Mage hier auf jeden Fall auch eine gute Runde gespielt. Sehr, sehr schöne Leistung. Im Gegnerteam müssen wir hier echt mal die Minsk loben. Tolles Spiel hier von der gegnerischen Minsk. 3 Kills gemacht. 1500 Basis-EP bei der Niederlage mit einer Minsk in ein 7er-Gefecht. Er hat auf jeden Fall dort einen guten Job gemacht. Und wir schauen uns natürlich den Wirtschaftszweig an. 271.000 Kreditpunkte Profit gemacht ohne Kreditbooster. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll's auch für die Runde mit der Fletcher und der Transformers Runde gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao, ciao.